Wenn es nach der Firma Hanrad aus Heinsberg geht, dann herrscht mitten in der Region Krieg, und zwar der sogenannte Stiefelkrieg. Jahrelang hat Hanrad Feuerwehrstiefel hergestellt, bis irgendwann der Regierungspräsident in Köln gesagt hat, Stopp. Der Grund, in einigen Punkten erfüllten die Stiefel nicht die entsprechende Sicherheitsnorm. Diesen Vorwurf will die Firma aber nicht auf sich sitzen lassen. Der Arbeitsplätze wegen, aber auch ehrenhalber. Sie kämpft um ihren Ruf und das mit ungewöhnlichen Mitteln. 1, 2, 3... 4, 5, hier zündelt 6, der Seniorchef 7, persönlich 8, das Opfer 9, der Stiefel eines 10. Konkurrenten. Der Stiefel brennt also lichterloh mit dem Material Gore-Tex. Und sowas hätte beim Test nie durchgehen dürfen. Niemals. Rolf Heimann heißt der Mann mit dem Feuerzeug und mit der Brandstiftung glaubt er zu beweisen, dass seine Mitbewerber erst recht unsichere Produkte verkaufen. Auch die Schnürsenkel der Konkurrenz seien regelrechte Lunten im Vergleich zu den eigenen, findet er. Bei dann ungefähr 10 Sekunden. Dennoch dürfen Heimann und sein Sohn Nick, der offizielle Geschäftsführer, seit fast einem Jahr keine Feuerwehrstiefel in der EU mehr verkaufen, nur gewöhnliche Arbeitsschuhe. Derzeit sind Werksferien, aber dass die 30 Mitarbeiter bald wieder auf Hochtouren produzieren, dafür wollen die Fabrikbesitzer kämpfen. Dann kommen wir also an das Herz. Wir als Familie Heimann haben es nicht nötig, wir brauchen das auch nicht. Aber das sind Mitarbeiter, die sind langjährig hier, die haben tolle Arbeit geleistet, die haben über 20, 30 Jahre immer wieder Feuerwehrstiefel produziert, über 1 Million. Und bis heute hat es also diesbezüglich noch nie einen Unfall gegeben. Und doch gehen die Abnehmer auf Distanz, auch in der Region. Die Feuerwehr Herzogenrath zum Beispiel hat die Stiefel aus Heinsberg-Dremmen vorläufig eingemottet und für den Einsatz Konkurrenzmaterial besorgt. Ansonsten, so der Wehrleiter, wäre im Extremfall der Versicherungsschutz erloschen. Wir mussten dann handeln. Bis dahin waren wir noch etwas skeptisch auch bei einer Aussage diesbezüglich. Aber bei dieser scharfen Aussage des Versicherungsträgers mussten wir handeln, mussten unsere Leute schützen. Vater und Sohn Heimann bleiben trotzdem dabei. Unsere Stiefel sind sicher und erfüllen die Norm. Eine Kampagne des Regierungspräsidiums wittern sie und dagegen wehren sie sich. Mit immer neuen Artikeln auf der Firmenseite, im Internet und auch juristisch. Eine Berufung läuft vor dem Oberverwaltungsgericht Münster und einige Dienstaufsichtsbeschwerden gegen 4 Beamte und obendrein gegen Regierungspräsident Lindner persönlich. Was das zuständige Landesinnenministerium gelassen kommentiert und schriftlich. Das Innenministerium hat keine Veranlassung, die Entscheidung der Bezirksregierung Köln in Frage zu stellen, zumal diese durch Urteil des Verwaltungsgerichts Aachen im März bestätigt wurde. Die Fronten sind also verhärtet im Stiefelkrieg von Heinsberg-Dremmen und Rückzug ausgeschlossen. Ein Beamter aus dem Aachener Dezernat des Regierungspräsidiums klagt inzwischen seinerseits wegen Verleumdung. Vater und Sohn Heimann kontern mit einer Betrugsanzeige gegen den RP Lindler und seine Leute und drohen eine regelrechte Prozessflut gegen die gesamte Konkurrenz an. Und meiner Einschätzung nach wird es da in Zahlen gehen von locker zwischen 500 und 1000. Anzeigen bzw. Dienstaufsichtsbeschwerden. Ob die Herren der Firma Hanrad so je wieder hierzulande mit amtlichem Segen Feuerwehren beliefern dürfen, erscheint da mehr als fraglich. Jedenfalls haben sie sich schon nach anderen Märkten umgesehen, zum Beispiel in Venezuela und Japan.